Hi, wir sind eure Cook Brothers und herzlich willkommen zu unserer Foodtour durch Kanada, Hawaii und Chicago. Mit diesem Video beginnt der erste Stop und zwar Kanada. Und zwar gehen wir durch Whistler. Dort waren 2010 übrigens die Olympischen Spiele, wie ihr vielleicht im ersten Review links sehen werdet. Dort sind nämlich die Olympischen Ringe. Dann geht es nach Vancouver Island und danach geht es nach Vancouver. Also, wir wünschen euch viel Spaß. Wir haben ein paar coole Restaurants gesehen, die ihr später wahrscheinlich auch noch sehen werdet. Also viel Spaß beim Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde uns sehr freuen. Ciao. So, jetzt sind wir in der Olympiastadt Whistler. Und in der Whistler ist nämlich auch die längste freihängende Gondel der Welt. Also eine Gondel ohne Zwischenstation. Und zwar die Peak-to-Peak-Gondola. Die hat 3 Weltrekorde und geht über 4 Kilometer ohne Zwischenmast. Also nur an so einem Drahtseil. Und oben auf dem Gipfel ist nämlich auch noch eine Hängebrücke aus Stahl mit einem wirklich sehr schönen Blick. Haben wir uns auch nicht nehmen lassen, da drüber zu gehen. Und jetzt geht's für uns frühstücken ins Purebred. Viel Spaß. So, hier haben wir jetzt ein Blaubeer-Brioche, also so ein französisches, wie eine Art französisches Milchbrötchen. Ich sehe noch hier ein bisschen Zuckerguss drauf, also auf jeden Fall sehr fluffig, sehr weich, sehr butterig. Alles auf meinen Schuh, gell? Probieren wir einfach mal. Reiß mal hier ein Stück aus. Macht man sich zwar ein bisschen zu sauer, aber auf jeden Fall sehr fruchtig und schön butterig, schön süß. Also geschmacklich wirklich sagen, würde ich sagen eine 8, eine 8,5 von 10. Also geschmacklich wirklich richtig super. Ich würde gleich mal hier ein bisschen weitermachen. Jetzt haben wir hier so ein, wie sagt man das, Käse und Ei, wie so eine Art Verbacken in einem Brötchen. Probiere ich auch mal. Halt logisch, herzhaft, aber auf jeden Fall nicht irgendwie zu viele Geschmäcker, relativ neutral gelassen, aber dafür schmeckt es wirklich super. Man schmeckt die einzelnen Komponenten raus und passt alles super zusammen. Und jetzt kommen wir hoffentlich zum Highlight. Und zwar haben wir jetzt hier ein Salted Caramel Brioche, also ähnlich wie das mit Blaubeeren. Aber hier hat man jetzt nochmal Mandel mit drauf, halt gesalzenes Karamell und ein bisschen Schokolade. Also, wohl bekommt's. Ist das Highlight. Man hat einen totalen geilen Crunch und das Karamell, das ist trotzdem relativ präsent, aber mit Schokolade und dem Mandel harmoniert das alles hervorragend. Ich würde sagen, das ist eine 9,5 von 10, das Ei mit Käse ist eine 8 von 10 und das Blaubeeren ist eine 8,5 von 10. Also, wir machen uns zum nächsten Spot. Bis dann. So, danach ging es für uns nach Vancouver Island in den Pacific Rim Nationalpark. Bisschen schwer auszusprechen, aber ich habe es hinbekommen. Und dort gibt es viele Wälder und vor allem auch viele Tiere. Und manche Bäume wachsen auch ein bisschen wild, wie ihr gerade gesehen habt. Und wir sind auch an einen kleinen Strand gegangen, aber das Wasser war ein bisschen kalt, also würde ich lieber nicht baden gehen. Und das Coole an dem Strand war, ich würde sagen, war wie ein großes L langgestreckt. Danach ging es für uns nach Victoria, das ist nämlich die Hauptstadt von Vancouver Island, und zwar zu Fisherman's Wharf. Ich würde sagen, es ist wie eine kleine Wohnsiedlung, aber mit Wasserhäusern. Das Gebäude, was ihr hier jetzt links seht, oder geradeaus seht, ist das Parlamentsgebäude von Victoria. Relativ groß. Und wir sind da auch noch nach Chinatown gegangen, in die Fantan Alley. Das ist nämlich eine sehr, sehr schmale Gasse, wo auch viele Leute und viele Läden sind, deswegen kann es teilweise ein bisschen eng werden. Aber jetzt wird erstmal meine Bikini-Figur gefüttert, und zwar im Blox Kitchen. Also viel Spaß beim kleinen Baby. So,
ich hoffe, ihr versteht mich. Hier haben wir jetzt Thunfisch Tataki. Eigentlich wie eine Art Sashimi, also im Kern noch hoch. In einem Sesammantel, ganz kurz bei hoher Hitze angebraten. Deswegen hat man hier so einen leichten weißen Rand. Ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt. Und also, Qualität ist hier sehr wichtig. Also, ich probiere mal. Schmeckt wirklich super. Wichtig ist, dass man es hier nicht überwürzt, sonst steht der schöne Fischgeschmack nicht mehr im Vordergrund und trotzdem super zahm. Also es gibt noch einiges, also bis gleich. So, hier haben wir jetzt Korean Fried Chicken. Ist also einfach, also Chicken, also Hähnchenfleisch, in der Panade paniert, also mit Panko-Brösel, dass es ein bisschen crunchy ist. Und dann kommt das Ganze nach dem Frittieren nochmal in eine Marinade, die überall in jedem Land unterschiedlich gemacht wird. Und jetzt probieren wir einfach. Ich bin der Meinung, die ist ein bisschen scharf, also probieren wir mal. Also ganz leicht scharf, aber trotzdem schön süß durch verschiedene Süßen, mit denen man dort arbeitet. Also wirklich top, das Hähnchen ist zart, der Geschmack kommt gut aus. Also weitermachen, wir haben noch ein bisschen was zu probieren, also bis gleich. Wir haben jetzt hier zwei Sachen. Einmal wird hier Pancake genannt, ist aber einfach, du hast verschiedene Kohlarten, die zusammen mit dem Teig vermengt werden und dann in der Pfanne ausgebacken werden. Dazu Schweinefleisch und obendrauf und wieder verschiedenes Gemüse. Obendrauf ein bisschen wieder von diesem dünnen, geraspelten und getrockneten Tuna. Und hier daneben Gyozas mit Kimchi und Schweinebauch. Klingt beides sehr vielversprechend. Den Gyozas ist hier noch eine Soße, so ein bisschen Reiswein, Essig, braun Zucker und Sojasauce. Schneiden wir kurz hier auf, dann könnt ihr das vielleicht auch mal sehen. So sieht die Füllung aus. Und also probieren wir mal. Man schmeckt das Schwein schon raus, das Kimchi auch. Und trotzdem hat man nochmal so eine salzig süße Note hierbei, also wirklich sehr gut. So, jetzt geht es hier an diesen Pancake oder Kohlwaffel oder wie auch immer man es nennen möchte. Hier oben drauf hat man wieder diesen Tuna, wie fast auf allen Gerichten. Es fällt ein bisschen leicht auseinander, deswegen ist es ein bisschen schwer zu essen, aber never mind. Dieser Kohl mit dem Teig oder dieser Masse ergibt trotzdem so eine Pancake-artige Konsistenz. Man schmeckt das trotzdem alles schön raus. Der Tuna ergänzt sich dazu toll und der Schweinebauch, der ist nochmal mariniert und nochmal angebraten. Vielleicht sieht man es jetzt auch. Deswegen hat er auch nochmal einen geilen Geschmack. Also beides wirklich Top-Sachen. Und kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, also Blocks Kitchen in Barn Victoria, wirklich top. Könnt ihr wirklich, wenn ihr mal in der Nähe seid, sehr gut hingehen. Danach ging es für uns nach Vancouver, das ist die Skyline, die ihr sehen könnt. Und danach ging es für uns nach Guesttown und zwar zu der Dampfuhr. Das ist eine Dampfuhr, die, wie gesagt, in Guesttown steht. Und der Klang von ihr wurde den Westminster-Glocken in London nachempfunden. Und die läutet aus meiner Sicht alle halben Stunde, also auch mal schön gesehen zu haben. Und danach ging es uns nach Granville Island. Ich würde sagen, es ist wie eine alte Fabrikanlage, die mittlerweile umgebaut wurde, zu einer Streetfood-Halle oder eben auch zu verschiedenen Bekleidungsgeschäften. Und in dieser Streetfood-Halle gibt es halt von Gebäcken über Früchten, über Nüsse oder verschiedene Kulinarik aus verschiedenen Ländern gibt es dort alles. Ich habe mir auch was Kleines geholt. Also viel Spaß bei meinem kleinen Review. Bis später. So, wir sind jetzt hier auf einem Granville Island nennt sich das, ich würde sagen wie eine kleine Insel direkt neben Vancouver, also irgendwie ein paar Minuten mit einem kleinen Bötchen hierher. Und hier ist ein kleiner Streetfood-Markt drin und ich habe mir jetzt was Asiatisches geholt und zwar Fried Rice, also hier Reis mit ein bisschen Mais, mit ein paar Erbsen, Karotten, dazu Bohnen mit, ich glaube, irgendwie ein bisschen Fleisch noch mit drin, aber ganz wenig. Und hier Orangen-Knoblauch. Chicken, also quasi Fried Chicken und das nochmal in einer ganzen Marinade. Also ein bisschen süß, ein bisschen scharf, alles ist mit dabei. Also probieren wir mal. Mmh.
vor allem, man hat diese schöne Knoblauchnote dabei, diese bisschen Sojasoßenartige, also ein bisschen nach Teriyaki-Style. Das Chicken ist trotzdem, man hat noch so, man schmeckt noch die Panade und es ist noch schön knusprig. Aber sehr, sehr gut. Jetzt mal die Bohnen. Klassische Bohnen, kann man nichts falsch machen, schmeckt sehr gut. Gleich nochmal angebraten, also ich schätze mal zuerst gekocht, dann angebraten. Nochmal in einer kleinen Marinade, also das finde ich super. Und jetzt nochmal ein kleines bisschen Reis. Ja, normaler Reis, aber wenn der ein bisschen sich zurückzieht, steht das andere wirklich schön im Vordergrund. Und geschmacklich ist es wirklich, finde ich, eine klasse Sache. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, hier irgendwas zu probieren, macht auf jeden Fall. Und geht auf jeden Fall für die Zeit. Also ich lasse mir jetzt schmecken, bis später. Wir sind jetzt hier im Miko Sushi Vancouver, ein Sushi-Restaurant. Wir haben jetzt erstmal die Vorspeisen. Und zwar haben wir jetzt hier frittierte Tintenfische, eine Miso-Suppe und Gemüse und Shrimps im Langusten, im purer Teig, sorry. Und ich fange jetzt einfach mal mit der Miso-Suppe an. Hier ist ein bisschen Tofu und Lauchzwiebeln mit drin. Wenn mich nicht alles täuscht, ist Miso einfach fermentierte Sojabohnenpaste, die sehr beliebt ist im asiatischen Raum, weil die eine sehr kräftige Würzung geben kann und auch gerne verwendet wird, zum Beispiel bei Ramen. Und hier haben wir es jetzt einfach nur pur als Suppe. Also, guten Appetit. Oh ja. Es ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Brühe. Der Tofu, der gibt nochmal eine schöne Konsistenz dabei. Schön, schön würzig, leicht salzig, nicht zu salzig, aber trotzdem ist es trotzdem im Vordergrund. Also wirklich, ich würde sagen, sehr lecker. Und wir probieren uns jetzt gleich mal weiter. So, hier haben wir jetzt Tempura. Tempura wird einfach bezeichnet in der asiatischen Küche als Fisch oder Gemüse einfach in einem Teig, also einfach Flüssigteig. Und hier frittierte Tintenfischringe, ganz klassisch, einfach normale Panierstraße und dann einfach frittiert. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Zitrone drauf gemacht, also probieren wir mal. Schmeckt sehr gut aus meiner Sicht. Könnte außenrum ein bisschen mehr Teig sein, dass man etwas knuspriger ist. Natürlich ist das Ganze auch vollgesogen mit Fett, aber an sich schmeckt gut. Wird aber, denke ich, nicht mehr machen. Und hier haben wir jetzt nochmal das Tempura. Ich will mich nicht alles täuschen, dürfte das Süßkartoffel oder Kürbis sein. Also. Die Süßkartoffel ist wirklich sehr lecker. Der Teig, der ist trotzdem schön knusprig, also steht irgendwie im Vordergrund, aber geschmacklich nimmt er sich zurück und harmoniert mit dem Ganzen super. Also alles super und wir freuen uns dann auf die Hauptspeise. So, hier haben wir jetzt Sushi, verschiedene Variationen. Ich lasse es mir jetzt schmecken und berichte euch danach, wie es war. Also kurzes und knackiges Fazit zu Miko Sushi. Also, wenn ihr gut Sushi essen wollt in Vancouver, könnt ihr dort mit richtig gutem Gewissen essen gehen. Also mir hat es sehr gut gefallen. Und ihr seht, der Flieger startet, es geht nach Hawaii. Wir sehen uns dann nächste Woche beim nächsten Video. Also bis dahin, eure Cook Brothers. Ciao.